Ja, das ging jetzt relativ schnell, dass der hier durchgebrochen ist mit dem Edelstahl. Einen Ersatz haben wir noch mit. Aber das ist natürlich, da muss ich jetzt mal dann gucken, dass ich noch was anderes finde, ne? Scheiße. So, jetzt eine Nummer stärker, weil der halt einfach noch zu Hause rumlag, hatte ich den mitgenommen. Hab gedacht, vielleicht kann man ihn mal gebrauchen. Dass das gleich in der zweiten Woche ist, hätte ich ja nicht gedacht. Jetzt muss ich mich dringend mal um Nachschub kümmern, dass man was hat. Oder die Tina bringt vielleicht was mit. Da müssen wir mal schauen. Ich habe immer noch nicht gefrühstückt und ich habe einen Bärenhunger. Und ich suche mir jetzt einfach irgendwo eine Stelle. Und hier wird jede Menge weißer Marmor abgebaut. Wahnsinn, wie riesig die Blöcke sind. Sehr cool. Jetzt habe ich doch einen richtig guten Frühstücksplatz noch gefunden. Ganz ruhig gelegen. Da werde ich mir jetzt das Frühstück schön schmecken lassen. Sieht toll aus hier, oder? Und dazu noch mit einer Hammeraussicht. Ah, wieder ein bisschen Chaos. Aber diesmal hing der Kocher nur da auf der Bank. Aber das scheint einfach nicht zu halten. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Probier es einfach mal andersrum. Da ist ja hier diese kleine Leiste, die ihn dann hoffentlich zurückhält. Und hier müsste es ja hier dann halten. Naja, wir werden es sehen. Das war ein richtig toller, da hinten steht er, Frühstücksplatz gewesen. Einfach irre. Geiler Frühstücksplatz. Tja, wie viele Kilometer ich noch habe, weiß ich gar nicht. Aber es sind ein paar schöne Meter noch zu fahren. Ah, schon schick hier. So, hier geht's lang. Hat ja auch keiner gedacht. Ja, so kommt man wenigstens gut an den Unterboden, um da mal ein bisschen zu schweißen. Ja, der Fluss ist ja mal komplett ausgetrocknet hier. Oh, schon ein bisschen zugewachsen hier. Oh. Ja, ganz schön steinig hier und auch steil, aber das Auto zieht das hier einfach gut durch. Das ist eine echt coole Karre. Deutlich schlechterer Zustand und deutlich langsameres Vorankommen. Eigentlich fast immer unter 10 km/h jetzt hier. Ja, aber noch geht's ja. Auf die längste Reise kommt man irgendwann mal an. Ich hatte gerade noch ein Gespräch mit einem netten Albaner, der kam mir entgegen von oben. Ja, und der sagte, oh, da oben sehr los, eine Stelle ist wirklich schlecht. Man kann dann rückwärts aber zurückfahren. Ich guck's mir mal an, ansonsten wäre jetzt der ganze Weg so ziemlich umsonst gewesen. Das wäre blöd. Ich schau's mir mal an. Aber ich bin natürlich jetzt schon, hab ein bisschen Angst jetzt, ja. Oh, es ist schon ganz schön aufregend hier. Kann ich sagen. Das ist bestimmt die Stelle, die er meint. Hoffentlich war es die. Puh, meine Scheiße. Obwohl da vorne gleich nochmal. Mann, Mann, Mann.
Also das ist, glaube ich, doch. Okay. Ja, also wenn man es hochschafft, dann sollte es eigentlich gehen. Ja, schon ein bisschen wild. So, ich habe ein bisschen was weggeräumt, was unten an Unterbodenschutz gekommen ist. Ich habe jetzt 4L drin, Sperre rein. Probieren wir es nochmal. Was die Karre alles kann. Ich zitter richtig. Mann, oh Mann. Das war ja nicht ganz ohne. Aber auch das schafft das Auto. Echt irre. Und ja, ich hätte mich das nie getraut ohne das Offroad-Training. Und selbst jetzt habe ich ja hier ein bisschen Pipi in der Hose. Tretschnass geschwitzt, trotz Klimaanlage. Einmal tief durchatmen und dann gucken, dass das hoffentlich das Schlimmste gewesen ist. Geht's auch nicht minder wild weiter, aber ich denke, machbar. Ich mache mal lieber weit links, bevor ich rechts irgendwo reinrutsche. Das war nur die Anhängerkupplung. Hier Schräglagentraining. Hat man ja jetzt keine Angst mehr. Boah, tretschnass bin ich. Tretsch das! Vor lauter Angstgerede vergisst man natürlich auch die wunderschöne Natur hier zu erwähnen. Also jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt, kann ich die auch wieder ein bisschen genießen. Sieht schon geil aus hier. Ich habe mal wieder alles reingemacht. Sicher ist sicher. Boah. Und ich glaube, das war auch gut so. Sonst wäre ich da vielleicht jetzt hängen geblieben. Junge, 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 Junge. Boah, das sind keine 20 Kilometer, 35 habe ich schon. Ich werde es doch wohl schaffen. Zurück ist ja auch so recht keine Option. Also die Anhängerkupplung, die setzt hier schon ein paar Mal hinten auf. Die kriegt heute ganz schön was auf die Ohren. Aber dafür ist sie ja da. Du Oberscheiße, ey. Mann. Muss ich mal anhalten und mal vorher die Lage peilen. Keine Ohrmarke, keine Fessel, kein gar nichts. Richtig freie Pferde. So, beim Offroad-Training sind wir auf jeden Fall steileres gefahren, aber rutscht schon ganz gut. Pferde zusammentun und uns in den Hintern beißen. Jetzt!
Ah, geschafft. Nur noch wenige hundert Meter da runter ins Tal und dann ist es erledigt. Und wie sollte es anders sein? Es geht noch mal über eine richtig klapprige Holzbrücke. Über einen echt schönen Fluss. So, aber gleich sind wir wieder auf der Straße, dann haben wir es geschafft. Boah, die Offroad-Strecke. Hammer. Die war richtig geil, anspruchsvoll. Waren ein paar echt schwere Stellen drin. Ich bin mal gespannt, was ich alles angemackt habe. Ich habe hinten ein paar Mal aufgesetzt. Da muss ich nachher mal schauen und auch was innen drin wieder alles rund liegt. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. Ich habe jetzt noch so fast 2 Stunden zum Ohridsee. Aber es wäre ja schon cool, wenn ich da morgen in Reichweite wäre. 20 vor 5. 20 vor 7, das wird ja eigentlich noch gehen, aber dann müsste ich da irgendwo schnell was essen gehen. Ich glaube, das mache ich. Ich fahre heute nochmal 2 Stunden. Heute sitze ich ja wirklich nur im Auto. Tja, das Navi kennt irgendwie die Route nicht. Google Maps ist ja eigentlich fast auf dem neuesten Stand, aber mal gucken, wo ich hier hinkomme. Oh, richtig spannend. Die 2 Kerle. Hoi, Karamba, Karaffe. Habt ihr das gehört, wie die aneinander geknallt sind? Die Straße, die ich jetzt fahre, die ist in einem Top-Zustand. Die ist nagelneu. Sieht richtig cool aus. Und sie führt noch an diesem schönen Stausee vorbei. Und immer entlang. Ja, und Pustekuchen mit der Superstraße, die sieht auf Google Maps eigentlich aus wie eine große Straße. Es wird gerade hier gebaut ohne Ende. Und deswegen sieht die ganze Straße jetzt so aus. Ist also auch nur eine sehr schöne, recht gute Schotterpiste. Ja, trotzdem fährt man natürlich hier so mit 20 km/h. Was auch erklärt, warum ich für die 50 Kilometer fast 2 Stunden brauche. Das sind genau 25 km/h die Stunde. Ganz ruhiges Tal hier. Überhaupt keine Menschenseele hier. Außer den paar Bauarbeitern, die ich da gerade gesehen habe. Schöner Fluss nebendran, aber ich komme nicht runter, sonst würde ich vielleicht auch da pennen. Naja, ich fahre jetzt einfach mal weiter und guck mal, wie lange ich noch durchhalte. Über die Brücke laufen sogar gerade 2 Damen rüber mit ihren Einkaufstaschen. Knaller. Ja, tanken war einmal. Mit Jet-Zapfsäule. Aber hier ist schon lange keiner mehr. Und überhaupt gibt es hier einen Haufen Lost Places, muss ich so sagen. Aus früheren Zeiten, was auch immer die da gemacht haben. Meistens große Hallen, irgendwelche Förderbänder oder vielleicht auch was für Getreide, so Silos gewesen. Ja, bin ich froh, dass ich meine beiden Ersatzkanister voll habe, für den Fall der Fälle. Aber die Spritversorgung ist hier nicht so arg gut gewesen. Ja. AdBlue leuchtet auch schon wieder halb leer, kann ich auch wieder 10 Liter reinfüllen. Das geht mir auch auf die Nerven, das AdBlue. So, also ich fahre mal weiter. Ganz schön abenteuerliche Anreise hier zu dem Ohridsee, aber da sieht man ihn schon. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Aha, gut, dass ich das Teil aufgehoben habe. Hier fehlt das Mittelteil. Oh Mann, ey. Das ist schon echt hart heute. Bitte Reparatur im Dunkeln und dran damit. So, auch leicht gesichert, aber davon morgen mehr. Puh, was für ein Tag. Das Offroad-Fahren war schön, hat aber einiges an Material gekostet. Jetzt stehe ich hier oben auf einem Platz, der ist so lala. Es ist ziemlich windig hier oben. Der im Park von Neid angegeben war, da war auch ein bisschen viel Müll. Der wäre noch exponierter gewesen, also noch windiger. Hier ist kein Müll, hier stehe ich eine Stufe tiefer quasi, trotzdem mit einem schönen Blick auf den Ohridsee. Morgen früh dann wieder. Und ja, die Herfahrt ist ganz schön beschwerlich, also auf jeden Fall auch nur mit 4x4 machbar. Ist als Naturplatz eingetragen, das müsste man mal korrigieren. Ziemlich eng hier hochzukommen, sollte ja einem auch keiner entgegenkommen. Der Tag hat mich geschafft, der Abschluss hier jetzt hier mit dem Pennen ist nicht ganz so schön, aber ich gucke jetzt gleich mal, ob ich Internet habe und ob ich mir dann für morgen dann was Besseres suchen kann hier in der Nähe.
Einen schönen guten Morgen aus Albanien, nahe Mazedonien am Oritsee. Und die Nacht war gut, der Wind hat dann aufgehört. Ich habe wirklich gut geschlafen hier. Heute Morgen ist es auch, wenn ich mich so umschaue, schön ruhig hier. Und auf der anderen Seite ist der Oritsee. Der sieht schon mal sehr verlockend aus. Und da ja gestern das Offroad ein bisschen hart war, gehe ich jetzt erstmal ums Auto und unter das Auto, um mal zu schauen, was noch so alles kaputt gegangen ist. Okay, hier hat er natürlich aufgesetzt, aber das ist ja zu verkraften. Ah, hier haben wir den Deckel verloren. Okay, schade. Ja, dafür ist er ja da, der Unterbodenschutz. Ja, da hat er seinen Job gemacht. Ja, und an den Seiten, da wurde halt ordentlich entlang gestriffen. Aber es ist ja auch ein Offroad-Fahrzeug. Ja, der Schaden hält sich doch sehr in Grenzen, wenn das nur die Wandenspanner waren, die kaputt gegangen sind. Da muss ich nur gucken, dass ich heute Ersatz kriege. Ich werde mal hier in so einen kleinen Baumarkt fahren, mal schauen, ob die sowas haben. Und werde auch mal in einen großen Supermarkt fahren, ein bisschen was zu essen einkaufen. Und dann werde ich Richtung Nordmazedonien um den Oritsee herumfahren. Da unten liegt Pokradec, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Albanische Seite. Da hinten kommt dann irgendwo das Kloster Sveti Naun. Das ist schon auf mazedonischer Seite. Das ganze Ufer da drüben ist mazedonische Seite. Genau so rum werde ich auch meine Tour starten. So abenteuerlich. Ja, ist der Weg hier runter, aber schön ist er auch. Und noch schnell Müll wegbringen. Zack, zack. Ganz schön wuselig an so einem Markttag hier. Aber ich komme schon durch. Hoffentlich fahre ich dem dahinter nicht ab. Na, passt. Ja, hier haben wir viele von den Dingern. Oh, wow. Richtig geil. Hier geparkt. Da in den Laden reingegangen. Und direkt vier Wandenspanner bekommen. Einer sogar aus Edelstahl. Also jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal genug. Da bin ich jetzt beruhigt. Also durch die wuseligen Straßen muss ich hier jetzt auch nochmal durchgehen. Hier kannst du Sofas kaufen. Ja, hier im großen Spar hole ich jetzt erstmal die Sachen, die man sonst nicht so gut bekommt. Oh, das ist geil, was es hier alles an Gewürzen gibt. Also verschiedene Wassergrößen kenne ich ja, aber das ist ja Quatsch, oder? Kennt ihr noch Red Bull wie früher in Flaschen? Also ich meine ja, die würden hier auf Energy Drinks stehen. Wahnsinn, oder? Ach, was für ein Gewusel. Also ganz interessant ist, in dem Spar und auch in anderen Supermärkten wird kein Obst und Gemüse verkauft. Da nehmen sie das Geschäft hier den einheimischen Landwirten nicht weg. Die gibt es ja auch wirklich an jeder Ecke. Verkauft hier jemand was er selber produziert hat. Das ist eine coole Idee. Und ganz schön wuselig hier. Ich habe jetzt ein bisschen was gekauft, habe auch noch ein schönes Glas Honig geholt. Mit einer Wabe drin, hat 10 Euro gekostet. Also mit Sicherheit war der Honig ein klein wenig teurer, als wenn ich ihn als Einheimischer gekauft hätte. Aber das war mir die Sache natürlich auch wert. Ich liebe ja guten Honig. Und hier wird er überall, sieht man, dass sie das selber machen, dass überall Bienenkästen rumstehen. Das ist eine coole Idee und das schmeckt mir persönlich eingebildet auch immer ein bisschen besser. Getankt, 1,83 umgerechnet, also genau wie in Deutschland, zumindest als ich weggefahren bin. AdBlue, ich könnte ja, oh Mann, 10 Liter, 3000 Leck, das sind fast 30 Euro für 10 Liter AdBlue, aber ich brauchte ja dieses AdBlue, das kostet mich noch die letzten Nerven, das macht mich einfach fertig. Ja. Die ganze Küstenlinie entlang sieht man lauter so kleine Bunker, da hier ohnehin alle 100, 200 Meter einer ist, ist der ganz lustig bemalt. Dafür ist Albanien ja auch bekannt als Land der Bunker. Leider spielt das Wetter heute nicht ganz so mit. Es sollte heute eigentlich noch sonnig sein und erst in 2-3 Tagen sollte es anfangen, auch hier zu regnen. Aber es ist sehr bedeckt heute. Und so hat das natürlich nicht ganz so viel Weitsicht. Ah, die Sonne kommt raus. Das ist gut nach dem Frühstück. Der Honig schmeckt übrigens phänomenal. Und jetzt bin ich hier so im Trelon-Nationalpark. Das ist nur so ein kleiner Park. Aber hier ist Großbaustelle. Die machen den richtig schick.
Trübt natürlich im Moment ein bisschen das Erlebnis, diese Bauarbeiten. Jetzt gucke ich mal, ob das einigermaßen schick ist oder ob das was für die Füße war. Ja, die Bar ist ja mal richtig schön gelegen. Tische überm Wasser. Wohingegen das hier wohl eher verlassen ist, direkt gegenüber. Witzig ist, der Schlüssel steckt, das Mofa steht. Ja, kann im Grunde schon schön sein hier, im Moment allerdings nicht. Ja, Trelawney, kommt mir so vor, wie so vieles hier in Albanien. Die sind gerade am Machen, die wollen, dass es schön wird. Klar, dafür arbeiten sie jetzt hier. Noch ist es das nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das in einem Jahr hier schon echt cool ist. Müsste man dann nochmal sehen. Im Moment ist es auch kein Tourismus hier. Ich hatte das im Internet gelesen, dass der Oretsee so ein bisschen vergessen wurde. Ja, schade eigentlich, weil wenn das so weitergeht, ist das hier in 2-3 Jahren mit Sicherheit ein echt schickes Plätzchen. Jetzt bin ich ein paar Kilometer weitergefahren, ich glaube 1 oder 2 nach Tishmet. Das soll wohl ein ganz süßes kleines Örtchen sein. Ich schaue es mir mal an. Also auch hier ist es so, schon ganz vieles sehr, sehr schnuckelig und heimelig gemacht. Tolle Restaurants habe ich jetzt schon gesehen. Tolle Häuser, die gerade im Wiederaufbau sind. Die Straße, die ich hier langlaufe, die ist super. Schön gepflastert, hat sowas von Fußgängerzone. Da schlängle ich jetzt einfach mal durch. Während manche noch drauf warten, dass sie schön wiederbelebt werden. Das wäre es mit Sicherheit wert hier. Sind andere schon richtig schick geworden. Und mit der Dame macht auch jeder ein Foto, der hier ist. Wenn Apfelscheiben auf dem Dach getrocknet, eigentlich auch gut für die Vögel. Richtig schön. Hierfür ist es eigentlich berühmt, die kleinen Kanäle. Ja, und es wechselt sich hier immer ab. So schöne Ecken wie jetzt gerade mit nicht ganz so schön. Ja, und das ist halt schon mal richtig schön. Das ist auch gut gemacht hier. Sieht toll aus. Ja, und hier zu sitzen, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich stehe an der Grenze zu Nordmazedonien und ich wurde rausgewunken. Wurde ein bisschen geguckt natürlich, sind ja immer alle ganz interessiert bei so einem Fahrzeug. Sollte jetzt die Türen auflassen, jetzt kommt gleich Brutus, der Drogenspürhund. Ah, ich höre ihn, er kommt. So, Hund ist durch, natürlich nichts gefunden. Wie soll das auch anders sein? Die grüne Versicherungskarte, die haben sie verlangt. Klar, da war mir jetzt gar nicht bewusst, ich hatte ja gar nicht nachgeschaut. Ich wusste ja nicht, dass ich nach Nordmazedonien fahre. Scheint anscheinend drauf zu sein, ich habe sie nämlich einfach mal hingehalten. So, und jetzt ab ins nächste Land.